Hallo. Heute geht es um Datenanalyse und Informationsgewinn. Mit Daten, da hatten Sie schon viel zu tun. Sie haben beispielsweise gleich in der ersten Sitzung sich eine Karte angeschaut, in der Daten zur Lufthygiene und zur Schallausbreitung drin waren. Sie haben selbst Daten erhoben. Und auch natürlich die ganzen topografischen Daten, die in der topografischen Karte visualisiert sind, Höhen oder Orte, besondere Sehenswürdigkeiten sind solche Daten, die, wenn man sie zielgerichtet einsetzt, uns helfen, eine Fragestellung zu beantworten und damit auch Informationen für uns bereitstellen. Daten kann man in Karten visualisieren, darauf werden wir heute auch eingehen, aber Daten kann man natürlich auch völlig unabhängig jetzt erstmal von den Geodaten in den Daten darstellen und visualisieren. Und deshalb schauen wir uns erstmal Visualisierungsmöglichkeiten von Daten in Diagrammen an. Visualisierung immer ganz wichtig, weil das Auge sehr gut Zusammenhänge in Daten erkennen kann, wir uns sehr schnell visuell einen Datensatz erschließen können. Und wie bei den Karten auch ist die Visualisierung von Daten fragestellungsabhängig. Was visualisieren wir? Was wählen wir aus? Es ist wieder so eine Art Modellierungsprozess am Ende. Und wenn es um Geodaten geht, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, die Daten nicht in Anführungszeichen nur in Diagrammen zu visualisieren, sondern dann können wir sie auch in Karten darstellen. Und das wären dann in unserem Fall heute einmal thematische Karten, die wir uns noch anschauen.